Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf diesem Kanal. Wow, ich habe diesen Satz seit fast 2 Jahren nicht mehr gesagt und hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich ihn vielleicht doch nochmal benutzen werde, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich jemals mich nochmal entschließe, Videos zu drehen. Ja, how come? Also, ich habe gestern Abend meine alten Videos geguckt und dachte, es ist halt schon eine mega coole, schöne Erinnerung. Und egal, ob ich das jetzt für 100.000 Leute mache, was nichts ist, oder halt eben für mich und ein paar Freunde, letztendlich geht es immer in diesen Videos um mich und um mein Leben und ich vermisse das irgendwie momentan. Und ja, deswegen, ich werde euch ein bisschen, denke ich mal, mitnehmen. Tag, Woche, ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken gemacht. Aber ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video und ihr bleibt dran. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir in das Video. So, altbekannte Perspektive oder auch nicht. Es ist viel passiert. Ich habe mein Zimmer umgeräumt. Das kann ich euch nachher mal zeigen. That's a lonely Wand jetzt. Da ist nur das Bild da. Und ja, ich habe irgendwie voll Bock, mal wieder Videos zu drehen. Und ehrlich gesagt habe ich gestern gesehen, das letzte Video, das ich gedreht habe, oh mein Gott, ist einfach, ich glaube, aus dem Dezember. Ja, ich glaube November oder Dezember 2022. Wir haben Oktober 2024. Heißt auch, dass ich damals im 4. Semester war und jetzt einfach im 7. Das heißt, ich bin in meinem 4. Jahr angekommen an der Uni. Das heißt, mein letztes Jahr und auch mein vorletztes Semester. Und auch hier schon ziemlich fortgeschritten. Wir sind nämlich jetzt tatsächlich gerade ab heute in der Autumn Break, also in den Herbstferien. Und ja, ich weiß nicht, ob ich gedacht habe, weil ich Ferien habe, habe ich jetzt Lust und Laune, aber hier bin ich. Mit definitiv neuer Qualität. Ich habe keine Ahnung, wie die Qualität ist, weil ehrlich gesagt, ich noch nie hiermit gefilmt habe. Ich habe nämlich ein neues Handy, danke an meine Mama, was sehr überraschend war. Ich habe im Mai ein neues Handy geschenkt bekommen. Ich wollte mir eigentlich selber eins kaufen, aber meine Mama kam mir zuvor und da bin ich auch super dankbar für. Ich bin jetzt in der iPhone Front angekommen. Hello. Und ich mag es. Ich habe keine Kamera mehr. Das heißt, wenn es doch nicht die beste Qualität ist, I'm sorry. Aber ich habe keine Kamera mehr. Jedenfalls nicht hier und jedenfalls nicht die, die ich hatte. Ich habe nämlich meine Sony damals verkauft. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war das letztes Jahr. Und habe, oder? Doch, ich glaube schon. Und habe mir eine Canon EOS-Kamera gekauft. Habe ich jetzt nicht hier, ist in Mühlhausen zu Hause, weil ich keinen Platz habe, die jedes Mal hin und her zu schleppen. Und hier brauche ich sie eh kaum. Und zum Filmen ist die, glaube ich, auch super unhandlich, sei denn, sie steht halt irgendwo. Ja, es ist viel passiert und ich glaube, ich werde noch mal ein Video machen, in dem ich mich hinsetze. Oder vielleicht erzähle ich es auch einfach hier. Okay, ich denke, ich werde doch hier in diesem Video ein bisschen was erzählen und werde das eventuell auch jetzt machen, weil ist ja, glaube ich, am interessantesten, warum erstmal auch keine Videos mehr kamen. Und auch so abrupt und warum ich oder wie es jetzt ist mit der Uni und allem drum und dran. Und ja, warum habe ich keine Videos mehr gemacht? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich glaube, ich habe einfach für mich entschlossen gehabt nach dem letzten Video, dass ich keinen Bock mehr hatte. Und ich finde, meine Videos sollten immer dann passieren, wenn ich auch wirklich Lust habe und mich nicht dazu dränge, Videos zu machen, weil das ist jetzt nicht immer die beste Variante. Ich denke, ich werde mich einfach hinsetzen. Okay, das Setup ist ein bisschen besser. Und zwar,
Ja, das zweite Jahr war ein bisschen anders, als ich es mir erwartet habe. Oder die zweite Hälfte des zweiten Jahres, also mein fünftes Semester. Ja, ich glaube. Nee, mein viertes Semester. Oder? Jetzt weiß ich schon wieder nicht, jetzt bringe ich mich schon wieder durcheinander. Egal. Auf jeden Fall war die zweite Hälfte meines, ja, mein viertes Semester, war die zweite Hälfte meines zweiten Jahres etwas mehr anders, als ich es mir erwartet hätte. Und trotzdem schön, aber verdammt anstrengend, genauso wie das dritte Jahr. Das kann auch dazu geführt haben, dass ich ehrlich gesagt mich dazu entschlossen habe, keine Videos mehr zu machen, weil es einfach auch mega viel Zeit in Anspruch genommen hat mit Lernen und ich eigentlich auch gar keine Lust, wie gesagt, habe und auch keinen Gedanken daran irgendwie verschwendet habe, hey, du könntest mal wieder ein Video machen. Und das ist natürlich jetzt blöd für mich, weil mir fehlen halt jetzt gesamte 2 Jahre meiner Uni-Erfahrung, aber ich werde auch versuchen, das jetzt hier etwas kurz zu halten und mich nicht so zu verlabern. Ja, in dem Jahr hatte ich dann das erste Mal Geburtshilfe und Gynäkologie und habe mich riesig gefreut und das war auch schön. Little did I know, dass ich niemals in einen Simulationsraum komme. Also sagen wir es so: Für die Hebammen an dieser Uni gibt es wenig Geld. Wir haben genau eine Puppe, die schwanger ist oder schwanger sein kann und die eigentlich auch mit der notwendigen Technik ausgestattet ist, um eine Geburt selber, also selber durchzuführen. Das heißt, das ist halt so ein Modell, was halt per Computersteuerung alles Mögliche machen kann. Normale Geburt, irgendwelche abnormalen Sachen. Ja, well, turns out, diese Puppe ist kaputt, seitdem wir hier sind. Und die Uni ist nicht der Meinung, dass diese Puppe jemals repariert werden sollte, was sehr witzig ist, weil in unserer Abschlussprüfung wir natürlich auch diese Puppe benutzen müssen, um eine Geburt nachzustellen. Wird lustig, verstehe ich auch nicht, weil wir mittlerweile auch ungarische Hebammen hier haben. Die sind vorher in einer anderen Uni in Ungarn gewesen und sind jetzt aber auch hier in Pécs und deswegen wundert es mich, warum das immer noch nicht repariert wurde. Aber man kann ja immer noch hoffen. Aber ich denke, die Hoffnung ist gestorben. Zudem haben wir dann noch, ich glaube, noch eine Puppe, die halt so eine ganz normale Puppe für den Gesundheitsbereich ist, halt so ein Phantom. Und das kann halt nichts, außer dass halt auch die Puppe schwanger ist und du ein Baby reinpacken kannst, aber jetzt irgendwie eine Geburt hat, dann simulieren kannst du nicht. Es ist halt einfach nur so ein bisschen reguläre Sachen zu machen, ja. Dann ist es nicht so wie bei den Krankenschwestern, dass wir Simulationen durchgehen, sondern wir haben eigentlich recht. Ja, easy, sagen wir mal so, nicht easy, aber unsere Praxisstunden sind sehr angenehm. Also unser Lehrer dazu, der gibt sich viel Mühe, dass wir halt alles das machen, was wir jetzt halt durchnehmen müssen. Und das ist aber alles sehr offen und hat jetzt keine bestimmte, weiß, keinen bestimmten Druck, so, oh, ihr müsst jetzt hier, ohne dass ich drinne bin, mit den Kameras hier irgendwie arbeiten und irgendwelche Simulationen durchgehen. Das ist nicht der Fall. Ob das gut ist, lassen wir mal beiseite gestellt, aber es ist, wie es ist. Naja, nach diesem Semester hatte ich, glaube ich, noch ein Semester, in dem ich auch Praxis hatte. Dann hatte ich ein gesamtes Jahr keine Praxis, bis jetzt. Vielleicht hatte ich auch, doch, ich hatte im gesamten dritten Jahr keine Praxis, so rum. Also war das eigentlich nur dieses eine Semester. Und, oder? Ach, keine Ahnung, irgendwie so. Und auf jeden Fall, hatte dann die andere Lehrerin, die mit uns noch Geburtshilfe hat, eine Doktorin, die hat nicht wirklich mit uns Praxis gemacht, weil sie meinte, solange Lucinda, also das ist diese Puppe, die eigentlich elektronisch funktioniert, nicht funktioniert, kann ich mit euch hier nichts üben. Ganz zu unserem Leidwesen dieses Jahr, weil ja, ab letztem Semester haben wir auch angefangen, Geburten durchzuführen im Krankenhaus. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Praxis im Krankenhaus fing ja auch im vierten Semester an und war auch ganz anders, als wir erwartet haben. Also zum einen konnte ich nicht wirklich gut Ungarisch und wir wurden dahingestellt und außer den Ärzten kann fast keiner dort Englisch. Dementsprechend standen wir da, haben eigentlich kein Wort verstanden und sollten irgendwie unsere Praxis absolvieren. Das war sehr witzig und sehr anstrengend. Wir hatten am Anfang noch einen Übersetzer, den wir dann auch nicht mehr hatten. Was echt witzig ist, weil die Krankenschwestern müssen immer einen Übersetzer dabei haben. Und wenn der Übersetzer für diejenige Gruppe krank ist, fällt der ihr Praxisunterricht aus.
denke ich mir so, läuft. Weil bei uns war das nicht der Fall. Bei uns wurde eiskalt durchgezogen. Genauso wie bei uns Hebammen eiskalt durchgezogen wird, dass wir 8-Stunden-Schichten haben. Und die Krankenschwestern teilweise nach 4 bis 5 Stunden nach Hause gehen und du dich fragst, wofür haben die überhaupt Praxis? Also das ist so, ich verstehe, das sind größere Gruppen, aber gerade dann denke ich mir so, müsste es ja eigentlich auch so, dass man halt den gesamten Dienst mitschiebt. Und da ist es in Ungarn ja noch echt freundlich jetzt, bis zu meinem letzten Semester nächstes Jahr, also im Februar, muss ich nur die Hälfte der Schicht schieben, oder nicht die Hälfte, aber ein bisschen mehr als die Hälfte der Schicht, nur 8 Stunden. Weil normalerweise habe ich ja gesagt, dass Hebammen hier 12-Stunden-Schichten schieben. Und keine Sorge, bis jetzt musste ich noch keine 12 Stunden schuften. Das ist dann tatsächlich für mein letztes Semester alles offen geblieben. Und ja, am Anfang war es echt schwierig, auch weil auf vielen Stationen wir einfach nur, weiß ich nicht, 7 Stunden auf der Couch abgeparkt wurden und mit uns nicht gesprochen wurde und wir eigentlich überhaupt nichts gemacht haben und wir echt frustriert worden waren und ich auch mehr als einmal hier zu Hause gesessen habe und einfach nur Rotz und Wasser gepflegt habe, weil das nicht das war, was ich mir erträumt habe. Und es wurde besser. Es ist immer so, dass man sich ja nicht traut, aber tatsächlich in dem Sinne muss man sich trauen. Und man muss zeigen, dass man Lust hat, etwas zu tun, und man muss zeigen, dass man es kann und irgendwann einfach für sich selber einstehen. Und ich glaube, das habe ich auch übelst gelernt in den letzten 1,5 Jahren, würde ich sagen, weil dann wird man auch ernst genommen und dann, ja, weiß ich nicht, dann hast du einfach... Wie sagt man das? Dann hat man einfach den Dreh raus und man wird auch anerkannt vom Team. Also hier muss ich mich mal kurz einmischen, weil ich glaube, das kommt so rüber, als ob man am Anfang nicht wollte, dass wir einfach erhofft haben, dass die uns irgendwelche Aufgaben geben. Aber hier kommt ja erschwerend die Sprachbarriere mit dazwischen, und das ist, glaube ich, mehr das Problem gewesen. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so hätte ich gar kein Problem gehabt, irgendwann dann auch zu fragen, hey, kann ich hier irgendwo mithelfen, kann ich dies und das machen? Nur wenn man die Sprache selber nicht spricht, ist das, glaube ich, viel schwieriger, und ich glaube, das kam vielleicht eventuell etwas blöd rüber, weswegen ich das jetzt nochmal erwähnen wollte. Und das war am Anfang echt schwierig. Auch im Kreissaal und so, ganz am Anfang im Kreissaal, haben wir im Pausenraum gesessen und wurden nicht mal gerufen, wenn es eine Geburt gab, obwohl wir ja sehen sollten, wie so eine Geburt abläuft. Und natürlich stürmt man als Schüler nicht, wenn man merkt, dass eine Geburt passiert, stürmt man ja nicht gleich rein und, weiß ich nicht, man stürmt nicht in ein Zimmer einer Frau rein, die gerade ein Kind gebärt. Das macht man nicht. Also, weiß ich nicht, das ist so eine Sache, weiß nicht, ob das deutsch ist, aber die Hebammen hier, weiß ich nicht, ob die das anders erwartet haben, keine Ahnung. Wir wurden irgendwann dann von unserer Koordinatorin im Krankenhaus dazu immer reingeschoben, sodass wir das halt auch einfach mal sehen. Und ich kann hier und jetzt sagen, dass ich definitiv die beste Berufswahl meines Lebens getroffen habe. Und dass ich auch sehr froh bin, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, als ich gemerkt habe, dass es mit Neuseeland nichts wird, dass ich mich auf mein Studium konzentriere. Und ich sage es jetzt gleich hier, ich glaube, es bleibt einfach jetzt ein Redevideo. Ich mache dann nochmal ein extra Video dann zu meinem Tag, Woche, was auch immer. Aber das bleibt jetzt halt einfach ein Redevideo, weil ich bin jetzt schon beim Rohmaterial von 13 Minuten. Und ich will halt auch einfach nicht komplett durchrennen. Und hier in Ungarn ist das mit den Klinikeinsätzen so, dass man, oder mit den Praktika ist das so, dass wir recht wenig Anteile haben von unserem Semester, wo wir im Kreissaal sind. Am Anfang waren das mal 3 Tage, dann waren es, glaube ich, nochmal 3 Tage, dann waren es, glaube ich, 6 Mal und jetzt waren es 10 Mal dieses Semester. Und alles andere waren wir auf irgendwelchen anderen Stationen. Wir waren ein Semester im Operationssaal, was auch interessant war. Aber wenn man 5 Zystektomien gesehen hat, also wo eine Zyste entfernt wird, hat man irgendwann auch keinen Bock mehr.
Dann in der Ambulanz, in der CTG-Ambulanz, also wo man Herztöne vom Baby und Kontraktion der Mutter beobachtet. Da waren wir schon, dann war die Prästation da, wo schwangere Frauen hinkommen, die irgendwelche Erkrankungen haben, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Zucker, also Diabetes und irgendwelche, ja, da gibt es halt so Regelungen, welche Mütter dahin müssen oder Mütter, die eine Hyperemesis haben, also dass sie sich erbrechen müssen und das halt aber viel zu viel ist, als dass es normal ist. Solche Sachen halt, dann sind wir auf so einer Station, das ist eigentlich die Gynäkologiestation. Allerdings haben die hinten einen Bereich für die Kaiserschnittfrauen, wo dann nur eine Hebamme arbeitet und auf der Station sind wir auch immer ganz gerne. Was haben wir noch gehabt? Na, der Kreißsaal dann. Ach so, und Postpartum, also da, wo die Frauen ihre Kinder entbunden haben. Und dann waren wir auf der einen Seite vorne bei den Krankenschwestern, die sich nur um die Mütter kümmern. Und wir waren auch ein Semester für ein paar Tage ganz hinten, wo die Babys sind. Und es war auch schön. Aber manche Sachen sind halt so auch nicht unwichtig, aber muss jetzt nicht sein, wie jetzt zum Beispiel Postpartum, weil mit den Krankenschwestern, weil da haben effektiv selbst die Schwestern nur bis, weiß ich nicht, 8 oder 9 Uhr spätestens was zu tun und dann sitzt du bis 14 Uhr auf der Couch und machst nichts. Ich habe mir mal mein Cappuccino geholt. Ja, meine guten Vorsätze sind auch dahin. Mit dem Cappuccino versuche ich den ersten Kaffee am Morgen immer noch ein bisschen zu reduzieren, aber ja, ich trinke einfach darauf, was ich Lust habe und ja, manchmal ist Kaffee, manchmal ist es Cappuccino, aber ich bin da zurückgegangen, dass mein Kaffee mit Zucker ist, weil sonst trinke ich keinen Kaffee mehr. Ja, das heißt, wir sind halt auch viel auf anderen Stationen unterwegs, was sich Gott sei Dank jetzt das letzte Semester so ist. Also das hat sich jetzt nach diesem Semester erledigt. Gut, es ist ja jetzt auch nicht mehr so viel übrig, aber ich habe jetzt noch Unterricht bis knapp Ende November und habe jetzt auch nur noch, ich glaube, 6 Mal, dass ich nochmal in die Klinik muss, 4 Mal in die Ambulanz und 2 Mal noch in die Gynäkologie, weil ich am Anfang dieses Semesters gefragt habe, ob ich die nach hinten verschieben kann, weil meine Freundin zu Besuch war, die Vicky. Und warum sage ich auch immer die Vicky? Das ist auch immer so ein Punkt, den ich gesehen habe in meinen Videos, wo ich mich immer frage. Aber gut, auf jeden Fall, ja, macht mittlerweile die Praxis echt Spaß. Vor allen Dingen jetzt, seitdem ich im 4. Jahr bin. Und das ist einfach nur toll. Leute, die letzten 1,5 Jahre waren der Horror für mich, glaube ich. Also vielleicht nicht das Ende vom 2. Jahr, aber das 3. Jahr war definitiv Horror. Weil ich einfach so Fächer wie innere Medizin und Surgery kann man halt sehr schlecht übersetzen. Ist aber im Endeffekt wie innere Medizin. Nur, dass es da auch um Operationen geht und so. Eigentlich haben die Fächer sich nicht viel genommen, sondern die haben einfach sich nur unter den Themen aufgeteilt. Das heißt, es waren halt schon auch sehr große Fächer und sehr große Prüfungen. Für etwas, das ich als Hebamme nicht wirklich brauche. Ich habe über alle möglichen Krebsarten, von Leberzirrhose über, weiß ich nicht, andere Dinge gelernt, die ich als Hebamme halt gar nicht brauche. Klar, da sind immer mal Sachen dabei, die man halt auch in schwangeren Frauen finden kann, aber ich hätte das nie in diesem Umfang lernen müssen, wie ich es gelernt habe. Und ich habe es jetzt getan. Ich habe auch alles bestanden. Mein schlimmster Endgegner war letztes Semester mit Neurologie. Ich weiß nicht, warum man als Hebamme 2 Kurse Neurologie nehmen muss, aber ich verstehe ja noch, wir hatten den Kurs Entwicklungsneurologie. Alles gut, verstehe ich voll und ganz, weil wir müssen ja irgendwie wissen, wie das kindliche Gehirn ja sich entwickelt. Alles gut. Aber warum ich dann mit den Krankenschwestern nochmal Neurologie haben muss, wo es um Alzheimer, Parkinson und alles diese Späterkrankungen geht, die eine schwangere Frau nicht wirklich haben wird,
frage ich mich, das ist nicht meine Expertise. Und ich sage hier und jetzt, das ist meine unverdienste 5, die ich jemals bekommen habe. Bin ich ehrlich, 5 ist ja hier das Beste. Weil die Prüfung einfach nur richtig schlecht abgelaufen ist. Ich bin froh, dass der Prüfer so nett war. Ich bin an diesem Punkt auch angekommen, wo ich sage, I don't care anymore, weil ich weiß, ich am Anfang war man immer so, ja, man muss gute Noten schreiben und ich habe gelernt, dass man sich einfach nicht so unter Stress setzen oder unter Druck setzen lassen sollte, weil das hilft ganz und gar nicht beim Lernen. Ja, ein bisschen Druck ist gut, aber sich zu viel Druck zu machen, ist auch nicht super. Ich habe teilweise so intensiv gelernt, also für mich intensiv gelernt, dass ich, weiß ich nicht, dass ich dann im Nachhinein gemerkt habe, du hättest auch die Hälfte geben können und hättest immer noch mit einer wirklich guten Note oder mit einer 5 bestanden. Das musste ich auch lernen und Endgegner war letztes Semester auch, wenn es um meine mentale Verfassung ging. Das ist hier nicht zu vergleichen mit irgendjemandem, der wirklich mentale Probleme hat. Aber ich weiß, ich glaube, jeder, der studiert, weiß, dass man im Studium irgendwann an diesen Punkt gelangt, wo man sagt, man kann nicht mehr, man ist durch. Man heult eigentlich nur noch, man möchte sich nicht mehr aus dem Bett bewegen. Soweit war es dann letztes Semester. Es hatte auch angefangen mit, ich kam hierher, ich hatte auch Schwierigkeiten mit Leuten und da gehe ich nicht so stark drauf ein, aber es ist halt einfach, dass ich letztes Semester meinen Punkt erreicht habe, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. So viel, dass ich mich entschieden habe, tatsächlich in den Ferien, also in den Osterferien nach Hause zu fliegen. Ich bin noch nie die eine Woche, die wir halt haben, wie jetzt auch die Herbstferien, bin ich noch nie nach Hause geflogen. Sagen wir mal so, hätte ich Geld, wäre ich auch jetzt noch mal nach Hause geflogen. Einfach so, weil ich 11 oder 12 Tage jetzt frei hatte, weil ich seit letzter Woche Donnerstag keinen Unterricht mehr hatte. Und jetzt ja eigentlich erst die richtige Woche anfängt, weil heute Montag. Aber das waren, glaube ich, auch 10 Tage oder so und die bin ich nach Hause geflogen, weil ich brauchte meine Familie, ich brauchte meine Freunde, die ich seit Jahren kenne, die für mich da sind. Und hier muss ich auch echt mal ein Shoutout an meine besten Freunde senden, die mich einfach überraschungsweise in Frankfurt am Flughafen abgeholt haben zusammen. Also ich wusste, dass meine eine Freundin mich abholen würde. Sie hat aber meine andere beste Freundin mitgenommen, also mitgebracht, das wusste ich nicht. Und sie haben mich überrascht und haben mich zusammen aus Frankfurt abgeholt und mich dann nochmal überrascht, dass ich gar nicht nach Hause fahre, sondern dass wir einen Mädelsabend verbringen werden und einen Mädelstag den Tag danach und dann spät erst nach Hause fahren. Das heißt, sie haben mich eigentlich am Flughafen abgefangen und haben mir das Safety-Net, also das, ja, das Sicherheitsnetz gegeben, das ich brauchte in dem Moment. Und weiß ich nicht, also ich bin bis heute einfach so dankbar dafür, dass ich so tolle Freunde habe. Und da wird es ja auch ganz emotional. Aber ja, also manchmal, weiß ich nicht, ist es einfach, ja, es ist schwierig, wenn man weiß, dass meine Freunde halt über 1000 Kilometer entfernt wohnen und dass sich das auch nicht ändern wird, weil ich weiterhin den Plan hege, nächstes Jahr nach Schottland zu ziehen. Und Leute, das ist ein ganz anderes Ding. Sich einfach jetzt im Kopf zu wissen, dass nächstes Jahr um diese Zeit ich hoffentlich schon angefangen habe zu arbeiten und einfach in Schottland wohne. Ganz crazy. Aber ja, ich habe es auch durch diese Phase im Frühjahr geschafft diesen Jahres, hatte allerdings ein richtig beschissenes Jahr 2024 und kann es kaum erwarten, dass dieses zu Ende wird, weil auch gesundheitlich bei mir im Sommer viel im Argen lag. Ich werde auch nicht da ins Detail gehen, aber es war anstrengend und es war etwas, was ich nicht nochmal so durchleben möchte. Und ich hatte definitiv Höhen und Tiefen und ein Gefühl der Achterbahn, die ich dieses Jahr emotional und auch physiologisch durchgegangen bin, die ich nicht nochmal brauche. Also ich hoffe, dass 2025 mein Jahr wird mit meinem Abschluss, mit meinem Umzug und endlich in mein Leben zu starten. Ja, weiß ich nicht.
Ich bin auch fertig. Also ich habe auch keinen Bock mehr zu studieren. Also auch das gebe ich gern, gut und gerne zu, weil. Nee, Leute. 4 Jahre Studium ist genug. Mir wären es auch nach den 3 Jahren schon genug gewesen. Und sagen wir es mal so, bereue ich, dass ich nach Ungarn gekommen bin. An vielen Tagen, ja. Es liegt nicht am Land. Es liegt einfach an vielem, auch an der Uni, an der Sprache. Ich finde, was man hier klipp und klar sagen sollte und wer auch immer das sieht, auch wenn es vielleicht keiner sieht, der irgendwie mal Lust hat, nach Ungarn zu gehen, um zum Studieren. Aber egal, in welches Land ihr vielleicht wollt zum Studieren oder was auch immer, und das Land spricht eine andere Sprache und es ist nicht 100% safe, dass Englisch überall auch wie eine zweite Hauptsprache benutzt wird. Lernt die Sprache, bevor ihr in das Land zieht. Lernt die Sprache, egal wie scheiße das ist, aber es lohnt sich. Also ich verstehe nicht, diese Uni sagt, sie ist eine internationale Uni, aber im Krankenhaus gibt es halt kaum die Möglichkeit, sich ordentlich zu kommunizieren, weil wenn du kein Ungarisch kannst, bist du Endgegner. Und ich würde nie sagen, dass ich gutes Ungarisch spreche und das tue ich auch nicht, aber ich kriege es genug hin und verstehe genug mittlerweile, dass ich mich im Krankenhaus irgendwie in irgendeiner Art und Weise verständigen kann und das größtenteils ohne Google-Übersetzer. Klar, es gibt immer noch so Sachen, die auch ich nicht weiß, aber es ist grammatikalisch komplett falsch, es ist allgemein, manchmal weiß ich nicht, ob ich überhaupt den Sinn treffe von dem, was ich sage, aber es wird schon irgendwie. Aber den Tipp gebe ich halt jedem, vor allen Dingen hier in Ungarn und auch in jedem Land. Ich denke, das wird in Polen auch nicht anders sein und weiß ich nicht, wo sonst noch. Tut euch den Gefallen und lernt die Sprache zumindest so, dass ihr euch grundsätzlich verständigen könnt. Und das Ding ist halt, viele denken, nur weil ich mich im Krankenhaus gut verständigen kann, dass ich auch gut Ungarisch sprechen kann, wenn es zum alltäglichen Gebrauch kommt. Nein, kann ich nicht, weil im Krankenhaus habe ich das Glück, dass ich die ganzen medizinischen Begriffe habe. Ja, das ist ja alles Latein und das bleibt auch meistens in derselben Art und Weise, wie es ist. Und das heißt, ich verstehe ganz oft überhaupt nicht, was für einen Satz sie da sagen. Oder ich verstehe auch überhaupt nicht Wort zu Wort, was sie sagen. Aber durch bestimmte Vokabeln aus der Medizin oder auch so, verstehe ich halt den Sinn der Sache. Und deswegen ist halt verdammt schwierig, wenn die dich fragen, ja, was haben sie denn gerade gesagt? Wo ich dann so denke, so, ja, ich weiß nicht, was genau sie gesagt haben, aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und das ist halt, ja, ein bisschen schwierig. Es ist gerade ein bisschen cool, weil im Kreissaal, also es wird besser im Kreissaal, haben wir jetzt zwei, drei Hebammen, die können zumindest ein bisschen Englisch sprechen, sodass man sich ganz gut verständigen kann. Auch auf manch anderen Stationen hat man das Glück, dass doch mal englischsprachige, jüngere Hebammen oder Krankenschwestern da sind. Und auch mit Deutsch komme ich ab und zu ganz gut mal voran, aber eher selten. Aber ja, also ich bereue es schon ein bisschen, auch was der Praxisanteil angeht. Also ich glaube, mit dem heutigen Wissen würde ich meinem jüngeren Ich sagen, egal wie, aber versuche irgendwie schon in ein englischsprachiges Land zu kommen, um den Abschluss zu machen, egal wie viel es kostet. Also ich würde heute tatsächlich, ich bezahle ja 2.500 Euro pro Semester, was ja auch nicht gerade wenig ist, aber ich deckeln kann mit dem BAföG, was ich bekomme. Aber ich glaube, ich würde heute sagen, investiere die 5.000, 6.000 Euro pro Semester weiß ich nicht, wenn du im Ausland studieren willst, investiere es. Es ist scheiße, ja, du startest mit einem Kredit in dein Berufsleben, aber ich würde mich heute eher freuen, tatsächlich das abzuzahlen und dann dafür aber auch die Praxis zu bekommen zu haben, die ich brauche. Ja. Es ist ein schwieriges Thema. Allerdings sollten wir ja 40 Geburten bis nächstes Jahr zum Abschluss voll bekommen. Ich bin bei 5. 5. Ich bin im vierten Jahr und habe noch ein Semester vor mir. Ein einziges. Und habe 5 Geburten von 40. Ich bin froh, dass ich überhaupt schon Geburten durchgeführt habe. Und Leute, das ist einfach das krasseste Gefühl ever, wenn du da einfach stehst und
und du da eine Geburt durchführst, ja? Das ist einfach nur crazy. Und da komme ich nämlich zu dem Problem, was wir hatten, dadurch, dass wir an der Puppe so gefühlt 10 Minuten geübt haben, wie man eine Geburt durchführt, aber nie im haargenauen Detail durchgegangen sind. Wie dreht sich das Baby? Wie macht sich das? Und wie passiert das? Stand ich da, als ich meine ersten Geburten gemacht habe und hatte keine Ahnung, aber wirklich keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Dann mit der Sprachbarriere. Perfekt. Unsere Hebammen haben sich dieses Semester tatsächlich erbarmt, weil sie gesehen haben, dass wir es nicht so gut können, und haben einen Unterkörperteil, wo halt nur sozusagen dieser, wo du halt die Geburt nachstellen kannst, aber nichts weiter ist, hatten wir so ein Phantom. Und sie haben sich tatsächlich einen Nachmittag für uns Zeit genommen, indem sie uns nochmal erklärt haben, wie genau wir als Hebamme was zu tun haben. Ich sage nicht, dass ich unbedingt so, wie sie das hier machen, als richtig empfinde, weil in Ungarn ist es leider so, dass hands-off eine sehr seltene Erfahrung ist. Und ich hoffe einfach, dass das in meinem Berufsleben immer mehr und mehr für mich auch in meinen Beruf mit einkommt, weil hands-off ist einfach eine bessere Methode zum Thema Geburt. Aber das wäre jetzt viel zu medizinisch, um in das alles reinzugehen. Aber zumindest so, dass man den Grund verstanden hat, was man als Hebamme eigentlich unter der Geburt nur zu machen hat. Und dass man keine Kraft aufwenden muss, so wie das immer alle sagen, ist einfach mal schön gewesen, dass uns jemand mal erklärt hat und mal Zeit dafür gefunden hat, uns zu erklären, wie das eigentlich funktioniert. Deswegen manchmal ist es gar nicht so schlecht, von den Hebammen selber zu lernen. Und jetzt im letzten Jahr sind sie so offen, dass sie uns auch, fast alle zumindest, dass sie uns viel machen lassen. Und auch die Geburten, wenn irgendwelche anstehen, dass wir das halt durchführen dürfen. Aber ich kann es kaum erwarten, wenn ich anfange zu arbeiten in einem englischsprachigen Land, in dem ich endlich kommunizieren kann mit meinen Kollegen und mit meinem Patienten, weil das ist etwas, was mir hier super fehlt. Ich mache irgendwas an der Frau, ich kann es aber nicht wirklich erklären, weil ich das Vokabular im Ungarischen dafür nicht habe. Deswegen ist es immer gut, wenn eine andere Hebamme mit da ist, die können das erklären. Aber das ist halt immer so eine Sache, wo ich dann so stehe und denke so, ja, blöd. Und da freue ich mich. Ich freue mich einfach, irgendwann endlich an diesen Punkt gekommen zu sein, mit meinen Mitmenschen wirklich auch kommunizieren zu können in einer Sprache, die ich beherrsche. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein Semester übrig. Das wird irgendwann im Februar nächsten Jahr anfangen. Und ich habe dann, danke Universum, nur noch 3 Wochen Unterricht. Wir haben wahrscheinlich dann so 3 Wochen am Stück, von morgens bis abends Unterricht. Eigentlich so Zeug wie Soziologie, was wir eigentlich hätten am Anfang haben müssen, aber wir haben es jetzt alles am Ende. Und dann habe ich nur noch ein paar Wochen, wo ich meine 12-Stunden-Schichten habe und da auch im Wechsel zwischen Nacht- und Tagschicht. Das heißt, ich habe 12-Stunden-Schicht Tag oder 12-Stunden-Schicht Nacht. Also das heißt, wir werden auch das mal kennenlernen und unsere vorherigen Absolventen, die dieses Jahr Abschluss gemacht haben, die Hebammen, weil wir sind auch sehr eng mit denen dann irgendwann geworden, weil wir auch zusammen Unterricht hatten. Die haben gesagt, es ist einfach schön, Nachtschichten zu machen, weil es sind kaum Doktoren auf Station, es ist ruhiger, natürlichere Geburten finden statt, Wassergeburten finden statt. Das habe ich alles noch nie gesehen und ich kann es kaum erwarten, dass ich das endlich mal kennenlernen darf. Und dann habe ich da, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele, ich habe irgendwie, glaube ich, 300 Stunden oder so, die ich zusammenbringen muss. In meiner professionellen Practice ist das ja dann nächstes Semester. Ja, und dann steht mir eigentlich nur noch Staatsexamen im Weg. Und das ist noch so ein Punkt, wo ich ein bisschen Schiss habe. Aber ich muss erst mal mich darum kümmern, dass ich dieses Semester, Ende dieses Semesters, am 6. Dezember, mein integriertes Examen habe. Ein integriertes Examen ist ein Examen hier, welches recht groß ist und eigentlich alles umfasst, was ich in den letzten 2 Jahren in Gynäkologie und Geburtskunde gelernt habe. Ja, und wenn ich das nicht bestehen sollte, darf ich nicht zum Staatsexamen. Allerdings denke ich mittlerweile, dass ich einen guten ein gutes Grundwissen besitze, dass ich auf jeden Fall irgendwie bestehen kann. Und
wer weiß, mit was für einer Note. Ich mache mir keinen Druck. Ich werde lernen, so wie ich immer lerne. Und ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, ich hätte mir nach meinem Abi nie gedacht, dass ich jemals so ruhig über eine Prüfung denken kann. Und selbst das Staatsexamen, ja, es macht mir irgendwo ein bisschen Angst. Aber zum anderen ist es eigentlich auch einfach nur noch dieser Punkt, wo ich sage, ich möchte einfach nur hinter mir haben. Ich möchte es einfach nur fertig haben. Ich möchte einfach nur fertig sein. Das vierte Jahr, ich versuche mich gerade einfach nur irgendwie durchzuschieben. Und ich glaube, meiner Mitbewohnerin geht es genauso. Weil irgendwann ist einfach die Luft raus und die ist momentan raus. Also ich habe keine Lust mehr, mich hinzusetzen und zu lernen, was verdammt schwierig ist, wenn man ein großes Examen am Ende des Semesters hat. Aber ja, es wird schon. Und dann geht's für mich nach Hause. Und für den Winter wieder. Und da freue ich mich ganz doll drauf, weil das heißt, den Tag, den ich nach Hause fliege, heißt es, ich habe nur noch ein Semester übrig und bin bald fertig und bald examinierte Hebamme hoffentlich. Nächstes Jahr um diese Zeit, wie gesagt, würde ich schon gerne anfangen zu arbeiten. Und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt, weil ansonsten das Video ist schon elendlang. Der letzte Punkt ist, dass ich nächstes Jahr, nachdem ich meinen Abschluss hier gemacht habe, erstmal nochmal mit nach Hause fahre, weil ich muss ja erstmal alles irgendwie von hier wieder mit nach Mühlhausen nehmen. Also natürlich wird es nicht wesentlich weniger zum Umzug werden, als das, was ich hergebracht habe, weil vieles bleibt halt auch einfach hier in der Wohnung. Und wir werden dann zurück nach Mühlhausen fahren und dann werde ich gucken, wann ich nach Schottland ziehe. Also ich werde meinen Bewerbungsprozess jetzt im Dezember oder spätestens im Januar anfangen. Den werde ich da anfangen und mal gucken, wie da alles läuft. Und würde tatsächlich gerne versuchen, erst ab dem 1.10. zu arbeiten. Weil durch meinen Scheißsommer, wirklich, wirklich blöden Sommer, hatte ich nicht wirklich Ferien, weil ich mehr krank als gesund war und habe mit meiner Mama beschlossen, oder nicht mit meiner Mama beschlossen, aber ich habe mit meiner Mama geredet und ich habe dann mich entschlossen, dass ich doch noch mal wenigstens ein bisschen was von meinem von einem Sommer haben möchte, bevor ich halt wirklich in dieses Arbeitsleben eintauche, dass ich, denke ich mal, spätestens dann am 1.10. anfangen will. Ich weiß nicht, wie genau ich mir das aussuchen kann. Das werde ich sehen im Bewerbungsprozess und ich werde euch mitnehmen und ich denke, ich werde auch wieder, vielleicht nicht regelmäßig, aber ich werde schon immer, wenn ich Lust habe, mal wieder Videos machen und auch hochladen. Weil für mich ist das einfach schön und gerade jetzt so in dem letzten Endsport der Uni und dann halt auch einfach den Prozess des, ich ziehe um und ich hoffe, ich ziehe in ein Land, wo ich für immer jetzt auch bleiben möchte. Also ich möchte endlich auch mal wo ankommen und kann es kaum erwarten und würde am liebsten jetzt schon ein Jahr vorspringen, um das einfach alles schon hinter mir zu haben. Aber wir werden es sehen. Schottland ist, wie gesagt, immer noch mein Favorite Number One und möchte ich eigentlich auch gar nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte unbedingt dorthin ziehen und Dann würde ich sagen, beende ich dieses Video hier an dieser Stelle. Es ist lang genug geworden, aber ich glaube, ich habe mal ein bisschen so zusammengefasst, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Natürlich könnte ich ein Video über anderthalb Stunden darüber machen und könnte wahrscheinlich jetzt noch 50 Minuten über alles reden. Aber ich denke, das ist so ein guter Recap und mal so ein bisschen zusammengepackt, was so passiert ist und wie meine Gedanken so momentan sind. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wenn gerne, lasst ein Like da, sowohl als auch ein Abonnement. Und sehe ich euch dann in meinem nächsten Video. Ciao, ciao!